War das jetzt auch unvorhersehbar, dass ich runtergehe? Ja, aber der war vorhersehbar. Aber der war vorhersehbar und er war auch vor allem deterministisch. Darum geht's nicht rein. Ja, aber ich will... Ja. Was ist da? Ah, nicht gesprungen. Der Tod. Da ist der Tod. Wo haben wir eigentlich zuletzt gespeichert? Ich mach mal einen Starter. So langsam geht's hier los, Alter. Naja, diese Warterei am Anfang macht doch einen Wartsinnig. Wartsinnig. Ah, ah. Danke. Diese sinnlosen Blöcke überall, wo das Leben drin ist. Danke. Danke. 20.000 Mal ausprobieren. Ah, ja, danke. Klatsch. Es kommt. Ja, egal, gib mir dich. Einen verbraucht, einen bekommen. Ach nee, hier ist alles für die... Ah nee, doch nicht. Es wünscht, ich bin auf dem zweiten Platz von Liga 1. Bereit, dir den Gauntlet zu geben? Den Gauntlet nach unten. Erschissen. Man geht nach links, um wieder nach rechts zu gehen. Und das war dumm, weil das hätte man vorhersehen können. Warte mal. Da kommt's von oben. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles für den Kurz. Oh. Wo ist der? Ach, egal. '69. Wunsch, wenn dich die Liga ein bisschen interessiert, Jensen hat auf seinem Discord in diesem Smash-Liga-Channel so einen Link zu so einem Google-Doc. Da kannst du dir alles anschauen. Warum habe ich eigentlich hier schon wieder diese... Warum bin ich eigentlich klein? Weil ich gefickt wurde im letzten Durchgang. Okay, gibt's dann auch später Playoffs? Was meinst du mit Playoffs? Ah, sie waren nicht da und dann waren sie auf einmal doch da. Warte, was? Geil. Ernsthaft? Man muss es so machen? Ey, wo war denn aber das Loch? Ja, das ist jetzt die große Preisfrage. Ich hab gedrückt! Es hat nichts gebracht! Item gegen Fortschritt. Item wird vorausgesetzt. Ja, egal, jetzt hast du ja wieder alle Items. Ja, aber wenn ich jetzt so die Wahl zwischen dem Gespamm und dem anderen Scheiß hier hab, dann mache ich lieber das hier. Clawgrip? Wow. Clawgrip? Der meint wohl Kübler-Krabbe. Warte doch noch! Kübelnde Krabbe. Ich weiß nicht, ob das wie eine Fußball-WM ist, weil ich kenne mich bei Fußball nicht aus. Es ist halt so, dass du Punkte für jeden Kill bekommst. Also jeder hat immer 3 Leben und wenn du halt so kämpfst... Also wenn du zum Beispiel 3-0 machst, also du gewinnst gegen jemanden, der mit noch allen 3 Leben, du bist kein einziges Mal gestorben, dann bekommst du 4 Punkte. Und für jedes weitere Mal, wo du halt stirbst, bekommst du halt einen Punkt Abzug, so. Du hast es zuerst geskippt und dann bist du trotzdem noch runter.
Hallo, was ist das denn hier für eine Kneten-Akrobatik, Alter? Bitte. Maximal ungünstige Position. Ja, was soll man hier jetzt machen? Ja, geh einfach durch. Können die mal rauskommen? Nein. Was machst du denn da? Ich will da durch, ohne Items zu verlieren. Ach, okay, leck mich am Arsch. So, schön, Item gegen Fortschritt. Genauso wie es wahrscheinlich gedacht ist. Wie ist es das gedacht? Ja, entweder mit Walljump oder mit genug Speed. Ist das ekelhaft, die Stelle gewesen. Wir haben die Auswahl zwischen drei verschiedenen Leveln. Und die sind alle scheiße. Ich mache erstmal das Zeug hier fertig, bevor ich was Neues aufmache. Aber denk dran, nicht klein reingehen, ansonsten ja, statt Select. Ich bin mir dessen durchaus bewusst. Dass da rechts halt auch einfach nichts mehr ist. Da ist bestimmt irgendwo das Keyhole. Nein, ich hab's nicht gesehen. Also existiert's auch nicht. Tschüss. Jetzt ist ja nicht mal aufgeräumt, aber... Nevermind. Würde investigaten. Jetzt wissen wir aber, glaube ich, wo das Keyhole ist. Hat sich doch gelohnt. So, dann gönne ich mir das mal. Dann schaue ich mir das mal genauer an. Ah, jetzt erstmal wieder diese dumme Springerei hier. Stirb, stirb. Spring will. So. Bevor das hier aber wieder im Grab endet, gib mir das hier mal. Ja, okay. Muss man wissen. Willst du direkt den Key mitnehmen? Oh! Wo war der Block? Rechts. Bist du bescheuert, Alter, mit diesem Eis? Es ist so bescheuert. Ding. Oh, da ist es. Rein. Hat null gebracht, wie erwartet, so. Aber wenigstens gesaved. Dieses Level. Okay. Nachher. Danke. Da oben geht's nicht rein. Ich will einfach nur hier den gesicherten Fortschritt. So, und hier muss man lernen, wenn man auf der Spitze steht, dann kann man nicht springen. Lol. Da oben geht's nicht rein. Ja, aber ich will hoch. Wie bist du da vorher hochgekommen? Ja, ich bin halt gesprungen. Nicht so. Pass auf, der kübelt. Denn hier dieser dumme Keyhole. Da unten könnte etwas sein. Man weiß es nicht. Man muss es wissen. Nee, vorher war auch ein Tipp da. Also im letzten Level, da war auch der Tipp gegeben mit dem einen Block, der an der Kante. Ja, aber es gibt nicht immer Tipps. Das hier sieht äußerst fragwürdig aus. Ja. Diese Spielweise war auch gerade äußerst fragwürdig. Gib mir dich. Wir haben nicht mal den Key gefunden, oder? Nö. Okay.
Das war jetzt auch gerade sehr fragwürdig. Ich weiß. Das wirft einige Fragen auf. Ach egal, dann verbrauch dich halt. Okay, danke. Du meinst wohl eher, dass du dich verbrauchst? Ich glaube, der ist dann gleich fertig. Diese Bälge sehen richtig komisch aus. Haben die etwa Augen? Als ob die dich anglotzen, Alter. Okay, da ist Ende. Das ist nicht gesprungen. Bevor du noch sinnlos ein Leben verschwendest. Sinnlos? Es war dafür da, um rauszufinden, was man hier macht, ja? Das war nicht sinnlos. Mein Gott, ey. So, ja, ich würde sagen, es ist Zeit für das Kappen, oder? Ich hatte doch letztens so eine Strategie aufgestellt, wie man am besten einen Exit findet. Jede Röhre ausprobieren, wenn das nicht hilft, kappen. Kappe. Aber weißt du, es ist mir gerade echt zu viel Arbeit, da wegzugehen. Ich probiere einfach das Castle. Geil. Vor allem, weil wir auch den Fortschritt schon so gespeichert haben, weißt du? Ich gönne mir jetzt erstmal Fortschritt. Den Pilz. Wie macht man das am besten? Hä? Das hier. Balljump. Danke, ja. Ich vergaß. Das geht, was, das, du vergaß? Das geht am einfachsten mit einem Balljump, ja. Akzeptiere es, akzeptieren, du musst es akzeptieren, um weiterzukommen, und du hast dir den Pilz davor nicht geholt. Bin aber nicht der akzeptierende Zustand. Danke. Ey, die Musik habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ist irgendwas geplatzt? Nein. Oh. Wir spielen ja nicht diesen einen Hacken. Warte, hat's gespeichert, nachdem wir da nach links sind? Ja, hat es. Okay, das ist doch schön. Sonst hätten wir hier jetzt nicht die Mitte. Ja. Okay. Oh, es muss... Oh. Hast du das gesehen, Alter? Ja, das war die Strat. Links? Ich hätte nochmal machen können. Ja, aber du, in dem Fall, wenn du rechts von der Wand abspringst, dann kommst du nicht nach rechts. Das ist die Dummheit. Claw Grip. Oder Krabbe. Jetzt war der Pilz sinnlos. Mir fällt auch gerade was auf. Dabei fällt mir ein, ja. Danke. Ich warte. Kein Bock hier sinnlos. Könntest du auch einfach Sprungtaste halten und durch. Drüber, ach nee. Oh, doch. Mitnahme. Nicht die maximale Anzahl an Leben. Aber ja, viel Spaß bei der kübelnden Krabble. Hallo, es kübelt nicht und es glotzt auch nicht so behindert, wenn man es trifft. Und es hat keinen dummen Cooldown. Alle, jetzt hat's gekübelt. Und es ist falsche nicht mal Richtung. Falsche Richtung, alle. Das war überhaupt gar nicht die Küblerkrabbe. Was war das gerade für ein Boss? Es war die Dummheitskrabbe. Oh ja, die Welt haben wir tatsächlich nicht gesehen. Die ist auch über einen Secret nicht zu erreichen. Hallo, ich kann diese Musik bald nicht mehr hören. Gibt's da nicht mal irgendwie sowas anderes? Da gibt's gefühlt nur irgendwie so 3-4 Lieder in dem ganzen Hack. Nein! Und es gibt auch gefühlt nur 3-4 verschiedene Hintermisse. Das hätte dem nicht mal was gebracht, wenn der den Shell hier gekickt hätte. Gekickt? Oh, Dummheit.
Kannst du diesen Vogel wegmachen? Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir es niemals erfahren. Vielleicht später nochmal. Hatte das eigentlich schon wieder ein Secret? Nein, ich glaube nicht. Mal zur Abwechslung. Tschüss. Ah. Hätte sogar fast geklappt. Shell Jump. Doppel Shell Jump. Kannst du auch mal. Ist das ein bisschen safer? Oh, das ist die Erlösung. Tschüss. Tschüss Item. Tschüss Fortschritt. Dafür hatte ich ihn ja. Was war das? Da ist gerade sowas runtergefallen. Oh nein, die Punkte wurden resettet wegen dem Game Over. Oh geil. Ein Bonusspiel weniger. Dumm. Ich hatte schon irgendwie 70 oder 80. Du hattest... Oh.